Und damit Servus und einen wunderschönen guten Abend hier bei UEFA TV. Machen wir ein Testspiel von One Football und auf Island live. Wir sind wieder live. Wir sind wie angekündigt heute Abend bei einer der beiden Partien Fylkir gegen Kauar oder eben Valur gegen IA. Und wir sind bei Valur gegen IA Akranes. Valur in Rot und Weiß, wie oben der Anzeige zu entnehmen ist, während Akranes in Gelb-Schwarz agiert. Von rechts nach links. Und wie üblich, der Stream ein bisschen verspätet gestartet, da die Intelligenzbestien der UEFA mir mal wieder nicht rechtzeitig mitteilen können, ob und welches Spiel ich dann auch wirklich kommentieren darf und muss und soll. Und dementsprechend hat das alles ein bisschen länger gedauert. Gewöhnt euch daran, dass wir jeweils immer so sein, dass wir kurz nach Anpfiff erst einschalten. Akranes ist einer der Aufsteiger. Sind aufgestiegen aus der zweiten Liga. Zusammen mit der Vestri, die wir heute Mittag im Spiel gesehen hatten gegen Fram Reykjavik. Und ich bin, wie gesagt, in Gelb und Schwarz. Von rechts nach links. Ich begrüße tatsächlich auch die Zuschauer auf YouTube, die eingeschaltet haben, hier über Island Live. Auch hier wird wieder gestreamt. Gleichzeitig bei UEFA TV natürlich üblich. Das sieht man bei YouTube natürlich nicht, wo ihr bei YouTube das Island Live Logo rechts oben seht. Da steht bei UEFA TV das UEFA TV Logo. Wir sind hier im Norden von Reykjavik, im Stadion von Valur, Morigo Valurin in Hrilarenda, wie angekündigt auf dem Ankündigungsflyer bereits. Und dementsprechend beim letztjährigen Tabellendritten, wenn ich mich nicht völlig täusche. Nein, zweiter sogar. Vizemeister ist qualifiziert für die erste Qualifikationsrunde der Conference League in dieser Saison. Also in der kommenden Saison, die spielen ja kalenderweise, das heißt, es ist dann für die Conference League Saison 24-25. Auch auf YouTube sind wir bereits mit Kommentaren überschwemmt worden. Wir haben hier den lieben Mario. Hey ho, no problem. Auf Englisch unterwegs, thanks mate. Das ist gar kein Thema. Sich verlässt weiterlaufen an der Stelle. Ballsteil gespielt, da ist aber kein Abnehmer in der Mitte und das gibt Abstoß. Hier, der Topstar bei Valur, der isländische Kapitän der Nationalmannschaft, Gylfi Sigurdsson, gekommen vom FC Everton. Jetzt in Diensten seines alten Kindheitsclubs. Wir können einmal gerne die Aufstellung anschauen. Bei Valur sind einige größere Namen dabei, also größere Anführungszeichen. Einmal Friedrich Schramm im Tor mit der Nummer 1. Das ist der ehemalige U23-Nationaltorwart der Isländer und auch ehemaliger Nationaltorwart der ersten Mannschaft, der Herrenmannschaft. Wir haben Brynolf Eyjolfsson in der Innenverteidigung Nummer 15, auch eher ehemaliger isländischer Nationalspieler. Birke Már Sævarsson auf Rechtsverteidiger, auch eher ehemaliger isländischer Nationalspieler. Und dann eben Gylfi Sigurdsson. Bei Akranes sieht das schon etwas anders aus. Hier keinerlei bekannte Namen in irgendeiner Form. Ich hoffe, dass diesmal die Aufstellung stimmt. Vorhin ja im Spiel waren zwei Fehler drin. Diesmal scheint es aber tatsächlich zu stimmen. Beide Mannschaften relativ offensiv agierend, Valur im 4-3-3 offensiv und Akranes im 3-4-3 ebenfalls offensiv. Und das der Abschlag von Friedrich Schramm.
Valle schnell über die linke Seite gespielt, flottes Spiel allgemein. Auf linker Position der Schuss aus der zweiten Reihe erstmal geblockt. Zweiter Versuch von hinten mit dem Spielaufbau. Schussversuch von Antonsson, Ball bleibt im Spiel. Nächster Abschluss und schon wieder geblockt. Von IA. Da versuchen rauszuspielen, schaffen es nicht ganz. Flanke in die Mitte, Glanzparade, nochmal Glanzparade. Doppelte Glanzparade. Und jetzt abgepfiffen. Aber sowieso zum dritten Mal in Folge pariert von Ruben Einarsson im Kasten von IA. Und es ist Eckschluss angezeigt von Schiedsrichter Jonas Helgi Jonsson. Hier sehen wir nochmal schöne Drehung, dann geblockt. Hier kriegen sie den Ball nicht weg. Sauber zurückerobert. Von Birke Maus Everson, dann der Versuch in der Mitte von Pedersen und dann zweimal hintereinander die Glanzparade. Durch Einarsson. Einmal, zweimal. Sauber. So, es gibt Eckstoß. Eckstoß für Valle. Nach 7 Minuten. Es tritt natürlich Wilfi Sigurdsson. Ecke kommt hoch und weit. Kein Abnehmer in der Mitte. Nochmal rausgelegt. Querball in die Mitte. Wieder kein Abnehmer. Dritter Anlauf. Wieder über Pedersen. Am zweiten Posten steht keiner. Und dann ist die Sache erstmal gegessen. Das Parallelspiel läuft bereits, wie gesagt, Fylker gegen Kauar. Beides Reykjaviker Stadtvereine, 0:0, noch 6 Minuten. Und das dürfte Eckschluss geben. Wenn ich mich nicht täusche, das gibt's auch. Auch hier klar zu erkennen, wer die klassenhöhere Mannschaft ist. Denn Akranes hat keine Namen auf den Trikots. Und hier sehen wir die Eckballstatistik, bereits der zweite Eckstoß in kurzer Zeit. Für Valle. Problem für mich jetzt, mit den Namen auf den Trikots kriegt mir nichts, weil die nur die Vornamen drauf haben. Außer bei den Dänen, also nicht die Isländern. Nochmal gilt für Sigurdsson. Flach gespielt, es müsste nochmal Ecke. Dritte Ecke, nach 9 Minuten. Das geht schnell. Es tritt zum dritten Mal. Die Sigurdsson. Der Ball kommt wieder hoch, aber nicht mehr ganz so weit. Einarsson dazwischen, gut rausgefaustet. Zweiter Ball. Erstmal nochmal hinten rum. Schussversuch und wieder Glanzparade von Einarsson, der hier im Dauerfeuer steht. Nach nicht mal 10 Minuten, das dürfte einen Wurf geben. Jawohl, hier sehen wir Einarsson. 22 Jahre alt, gebürtig aus Vik im Mürdal. Das ist an der Südküste, Akranes, eher im Nordwesten zu finden, nördlich von Reykjavik. Direkt an der Küste. Gute Ball erobert für Valur und die Nummer 12 setzt an zum Schussversuch, aber zum fünften Mal geblockt. Die Präzision an der mangelt heute noch ein bisschen. Das geht falsch. Wobei ist Marathon der einzig halbwegs bekannte Name in Reihen von Akranes. Ganz gerne gelb gesehen hätte Arnos Marathon. Kriegt sie aber nicht. So,
Doch, kriegt sie trotzdem noch. Bjarne Antonsson. Sah erst nicht danach aus, als würde sie noch zücken, aber zückt sie doch noch. Das hier ist Arnor Thor Kairason, der Trainer von IA Akranes. Und den Trainer von Valur, den habe ich vergessen. Es ist Gudjon Valur Sigurdsson. Ach, passt ja perfekt. Da stimmt der Name ja sogar. Fall erstmal geklärt. Ah, so Einwurf gehen wir in der Mittellinie. Eben durchbrechen der UEFA TV die 300 Zuschauermarke, 314 um genau zu sein. Während die Gislason zurückbeordert wird für den Einwurf. Da sieht sich der Jonsson, Ball erstmal geklärt. Ball versucht zu kontern, schafft es und der Ball wieder hinten rum. Dann ist wieder bei Einarsson. Ja, das erstmal. Zeit. Die Zeit. Für all dies erste Mal isländische Liga sehen. Es gibt in Island genau drei Ligen. Beste Date sehen wir hier. Die zweite Liga, das ist die Lengedil. Und dann eben Liga 3, die hat allerdings nur vier Mannschaften. Weil es nicht mehr als 24 Mannschaften gibt im Herrenfußball in Island. Dementsprechend ist das schnell gegessen. Zwei steigen auf, zwei steigen ab. Und Valur kämpft sich durch. Naja. Variabel, Gislason immer noch im Vorwärtsdrang. Jetzt ist der Ball raus. Und es geht ein Wurf. Der Akranes. Auch wäre anzumerken, es gibt nur diese eine Tribüne. Mehr hat das Stadion nicht, also es braucht keiner denken, dass es hinter der Kamera oder irgendjemand sitzt. Da ist nicht mehr. Mehr Plätze haben wir nicht. Es sind 2400. Scheint auch ziemlich ausverkauft zu sein. Gehen wir das in etwa 2000 Fans aus. Ich muss den an den Tribünen rendern. Ja, das dürften sogar mehr sein. Das fehlt unten noch ein paar. Während Akranes das erste Mal in den Vorwärtsgang geht, über Gislason. Auf der rechten Seite. Flanke kommt hoch hinein. In der Mitte legt sich einer, aber das dürfte wohl kaum für einen Strafstoß reichen. Da lag Jönsson. Der lustigerweise gleich heißt wie unser Schiedsrichter. Und auf YouTube haben wir die 10 Zuschauermarke. 11 IPA Schweinebacke. Moin zusammen. Das freut mich. Bei UEFA TV sind wir dann doch ein bisschen mehr, aber bei YouTube stark. Und wieder verfolgen die. Akranes bleibt vorne. Ballbesitzstatistik sehen wir unten. 57 zu 43. Relativ ausgeglichen, aber auch natürlich Vorteile. Klar. Für Valur, die natürlich hier deutlichst in der Favoritenrolle sind. Aufsteiger gegen Vorjahresvizemeister. Also. Das ist gar keine Frage, wer hier favorisiert ist, wenngleich Akranes bisher sich nicht einkriegt, auch wenn sie die ersten 5-6 Minuten doch ziemlich unter Bedrängnis, in Bedrängnis geraten sind, stehen sie jetzt ziemlich kompakt. Kaum sage ich es, kontert Valur. Ja, oder auch nicht. Wir üben nochmal. Der Ball auf Tryggvi Haraldsson war dann doch eher unpräzise. Mal hatte ich. Aber war der Spiel jetzt mal hinkommen. Diejenigen, die auf YouTube zuschauen, dürft gerne den Chat benutzen. Fragt ruhig. Ask any questions. Um auf Englisch zu formulieren. Just try it. I'll answer them. Ich werde so gut beantworten, wie ich kann, wenn also jemand Fragen dazu hat. Was auch immer mit dem isländischen Fußball zu tun hat, gerne her damit. Im besten Wissen und Gewissen werde ich darauf antworten. Diejenigen, die auf UEFA TV zuschauen, haben das natürlich nicht diese Möglichkeit. Gibt es das berühmte Wort mit vier Buchstaben, nämlich Pech.
Aber diejenigen, die auf YouTube eingeschaltet haben, dürfen selbstverständlich gerne Fragen stellen. Ask anything. I'll try to answer it. So. Genau, weil die Frage nämlich im letzten Spiel vorhin schon mal aufgetaucht ist, von wegen Copyright. Was macht denn der da? Der zeigt ja parallel zu EVA TV, was ich ja unentgeltlich dann doch mache. Ich kommentiere das parallel auch noch auf YouTube. Ist es legal? Es gibt kein Copyright für diese Liga. Diese Liga hat keine Broadcast Rights außerhalb von Island. Also auch kein Copyright Claim. Jeder Mensch kann das zeigen, der möchte. In Zusammenfassung, Zusammenschnitt in ganzen Spielen, zumindest bis zum Ende der Saison 24 ist es tatsächlich so. 21 bis 24 gab es keinen Vertrag, das war die Vertragsdauer, Vertragsspanne. Und dann wird im Oktober, denke ich, diesen Jahres oder im November dann die neuen Broadcasting Rights vergeben werden. Liegen bisher bei One Football, von denen ich jetzt, bis ich die UEFA-Zugangsdaten habe, das dürfte noch 2 Wochen dauern, auch die Bilder habe. Auch bei UEFA TV tatsächlich, die sehen genau das gleiche wie diejenigen, die auf YouTube zuschauen. Und sobald ich die dann habe, dann muss ich es nicht mehr machen. Wobei die Qualität eigentlich geht, also rein technisch gesehen ist es nicht so einfach so, aber die UEFA hätte es gerne anders, also machen wir es anders. Das ist schon mal vor allem echt nicht passiert. Paul von Jönsson. Problem ist auch eine Namensdoppelung, das heißt, wundert euch nicht, wenn ich dreimal Jönsson schreie, bei 2 Ballkontakten von 2 verschiedenen Mannschaften. Wir haben beide einen Jönsson. Okay. Do you stream every Besta game? Nope, I try to. The problem is that the other games, there are every time there are just 2 games parallel, and I'm streaming one of them. The other one today, this evening, is Fylkir against Kaur. But there's a Icelandic commentary running above it. I can't take that as long as I'm taking the One Football pictures. That's why I always have to stream only one game of those pairs. At 15 o'clock this Sunday it was Fram against Vestri and Okureri against Haukar was with the Icelandic commentary, and the other one is ours with the German. So I would stream every game that will be without the Icelandic commentary. For the game tomorrow, I don't know if the game tomorrow between Breiðablik and FH will be with Icelandic commentary. If it is, I won't stream it. If it isn't, I will stream it. But even if I don't stream it, you can just watch it for free on onefootball.com. As long as you live in Germany, of course. But I assume with the name Jamie Fletcher, you aren't from Germany. So yes, you have to wait until I stream. Just look after it. But I don't know if I can stream every single game. Wir sehen hier die Flanke, nein, den flachen Ball über die linke Seite, wird gehalten, Nummer 7 spielt nochmal nach außen. Das war Johansson. Der Ball ist erstmal raus, es gibt Einwurf. Ach, und noch nebenbei, ich mache kein Geld hiermit, weder über Werbung noch also monetarisiere ich das, der Kanal wird keine Monetarisierung haben. Ich erkläre es auch gleich nochmal auf Englisch. Für diejenigen, die zu viel zuschauen, ich verdiene hier keinen Pfennig damit. Ich mache das einfach nur Spaß und Freude. Again in English. I'm earning no cent with this. I'm just doing it just for fun. As well on UEFA.tv. I don't monetize it, I don't play any ads, and just doing it just for fun,
If there's anyone watching out there, thanks for that. If there's no one watching out there, then it will be the... And I'm doing it just because I have fun with it. And I love the best of eight. And that's why I'm streaming the best of eight on YouTube. No problem, Martin. That's amazing, thank you. Yeah, of course, when you're living in Iceland, you have to watch the games on the third. And outside of Iceland, you can watch it on OneFootball or UEFA.tv or here. So, jetzt mal wieder auf Deutsch. Wir haben hier Valio im Angriff. Über die rechte Seite gespielt und in die Mitte gelegt. Wieder auf Johannesson, sorry. Auf rechts außen kriegt hier Marcel Severson mit dem Ball. Zurück auf Johansson, geblockt. Das gibt Einwurf. Einwurf für Valio. So, auf UEFA TV haben wir die 400 Leute geknackt. 401 Zuschauer. Sehr schön. Es sind 22 Minuten gespielt. Im Parallelspiel steht es noch 0:0. Zwischen Völker und Kauer. And the other game is still tied at nothing, nothing. 0:0 between Völker and Kauer. Werden wir den Angriffsversuch feststellen können. Von Valur, aber Haraldsson läuft sich da vorne einsam fest. Und Akranes kommt irgendwie nicht mehr zur Einhälfte. Auch nicht mit Kerzen. Spiel lässt laufen und jetzt gibt es Foul gegen Akranes. Das ist gelb für Akranes und das ist gelb. Für die Nummer 11 für Henrik Hardarsson, das steht sowieso. Da war die Technik fast zu schnell. Bei der Gelegenheit möchte ich noch erwähnen, ich kann für die Bilder nichts. Wenn hier also meine Kamera zu langsam ist oder der Kameramann zu lahmarschig im Zoom irgendwo hin, dann liegt das nicht in meiner Hand, sondern dann liegt das in der Verantwortung von ITF, von Isländsker Top Footballti. Wie das ganze Stream. Wir sehen hier die Foul-Statistik. 2 Fouls von Valur, 3 von IA, von Akranes. Ich werde sich da und IA sagen, das hört sich an wie so ein Esel. IA, IA. Sondern bleibe bei Akranes. Das Stadion hier ist auch noch relativ neu. Relativ ist natürlich Ansichtssache. 2008 gebaut, wenn ich mich nicht völlig. Irre. Wurde 2008 eröffnet. Hieß früher mal Lenovo Villarin. Jetzt ist es seit dieser Saison. Gute Frage, hab's vergessen. Oben steht Torrigo Villarin. Danke. Für mich bekannt als Rita Reindy, aber ich weiß eigentlich, wo der Stadtviertel mit dem steht. Ich möchte noch anmerken, es hat in Reykjavik schlappe 1 Grad, Wind mit fast 30 km/h, also eher frisch, wenn man so formulieren will. Und im Parallelspiel haben wir ein Tor. Kauer führt mit 1:0 gegen Fylker. Kauer is leading 1-0 against Fylker in our parallel game. Denn Akranes vor das Tor kommt, Akranes mit dem ersten Versuch aber geblockt. Geblockt von Palmar Jausson, dem Kapitän in letzter Sekunde. Und die Wiederholung. Schnell gespielt, gut gespielt. Die Nummer 3 ist schneller als die Nummer 2. Einmal angenommen und dann der Versuch, aber in letzter Sekunde den Schlappen dazwischen gehalten. Das gibt Eckschuss, die erste Ecke. Da kann ich.
vertreten. Bis Marasa. Ecke kommt weit, Ecke kommt hoch. Kopfball, nein, geblockt. Keine Nachschussmöglichkeit, aber zweiter Ball außen. Die Flanke in die Mitte gespielt, kein Abnehmer. Wallo erklärt. Herz zurück. Auf die Außenbahn, sauber angenommen von Smarason. Über die linke Seite, flacher Ball hinein. Wallo versucht zu klären, Ball kommt nicht raus. Marasson nochmal über links. Und dann erstmal zurückgespielt. Aufbau. Einmal wieder. Und ein Wurf. Nochmal on English. If you want to ask any questions, just type them in. Type them into the chat on YouTube. I'll read them. I'll comment on them. I try to answer them on English oder auf Deutsch, wenn ihr Fragen habt. Rein damit. Benutzt den Chat. Ist kein Problem. Diejenigen, die via UEFA TV zugucken, haben sie Pech. Keine Chance. Da gibt es keine Fragen zu. Ich muss auch dazu sagen, die Isländische Liga hat erst 2022 ein Branding-Update erhalten, wenn man so möchte, mit der Umnennung von Hauptsponsor Pepsi, vorher Pepsi Date, was ich da ein bisschen bescheuert angehört hat, in Bester Date, was auf Deutsch einfach nur Beste Liga heißt, für die erste Liga, kein Folgefilm, jetzt ein Folgefilm. Bis seitdem auch mit diesen Wiederholungsgrafiken, die jetzt nicht so richtig schön reinblenden, mit so kreisrunden Grafiken, finde ich total super, das neue Design. Von daher, das hier meine ich mit Grafiken. Das gab es vorher alles nicht, das war vorher alles ein bisschen räudiger, wenn man so will. Und das hat sich jetzt die letzten Jahre echt super entwickelt. Allgemein, das Spielniveau wird besser. Die isländischen Vereine sind auch in internationalen Wettbewerben halbwegs gut unterwegs. Bei der Big Quali dritte Qualifikationsrunde erreicht, der letzte Jahr Meister. In dieser Champions League Saison. Akureyri hat tatsächlich auch Dundalk geschlagen, den irischen Meister, ist dann erst gegen Malmö, Röntgen, irgendwie sowas rausgeflogen, haushoch. Kommt die nächste Frage, which team do you support in Iceland? Personally, I am a supporter of KVA Akureyri. But I just love the Icelandic football as a whole. Mein Englisch ist heute wieder bombastisch, aber deutsche Zeit ist es bald 10. Man verzeiht es mir. Und Valio das erste Mal Richtung Tor unterwegs. In allerletzter Sekunde wieder ein Fuß dazwischen. Crashschlag. Nochmal über rechts. Severson. Und wieder ein Stück nach hinten raus. Schnittstelle gefunden. Querball. Schuss müsste kommen aus dem Hintergrund. Da ist niemand. Und dann ist Akranes. Mit dem Klärungsversuch unterwegs. Und das ist faul. Und gelbe Karte. Taktisches Foul, keine Frage. Das ist gelb für Öri Omarsson. Hier sehen wir nochmal den Chancenversuch von vorhin. Und dann klar, Foulspiel, ohne Frage. Klar, gelbe Karte. Ich möchte noch erwähnen, ich bin nebenher, das waren diejenigen, die vorhin UEFA TV schon angeschaut haben oder eben hier bei Island Live. Ich bin nebenher selbst Schiedsrichter, klar, Amateurschiedsrichter, aber meine Regelkunde ist jetzt nicht mal ein Dreivierteljahr her. Von daher kann ich so noch ein bisschen beurteilen, was der Schiri da zusammenpfeift. Wir haben eben die Grafik gesehen, eine gelbe Karte pro Mannschaft bisher. So, das Spiel hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Valur
versucht zu verwalten, auch wenn ich ehrlicherweise nicht wüsste, was es zu verwalten gibt. Nach 31 Minuten noch kein Tor gefallen. Wiederholen nochmal, im Parallelspiel steht es 1-0, as I said, at our parallel game. Kaur is leading Fylkir 1-0, after 30 minutes played. Und hier steht es noch 0-0. Valur, ganz gut zu hören, die Fans im Hintergrund. Schön gespielt über die rechte Seite, über Birke Marcevason. Der Ball kommt rein, Kopfball vielleicht diesmal, nein, erstmal geklärt. Also auf die 10, erneuter Ball in die Mitte, Severson bei selbst für einen Abschluss, auch nicht. In die Mitte gelegt. Omerson, der Innenverteidiger, wieder raus. Jetzt Jonsson am Ball. Aber Valur findet einfach keine Lücke. Severson wieder, flacher Ball, abgefälscht, kommt trotzdem an. Wieder keine Anspielstation. Jonsson, diesmal aber Einarsson hat ihn. Kein Durchkommen für Valur gegen ein hochstehendes Akranes. Tiefstehendes Akranes, so. Das heißt auch noch nicht ganz 35 Minuten, 32,5, immer noch 0-0. Gut, die Valur-Fans zu hören. Auch Frau Valur. As it sounds. To Origo Vedorin. Bisschen isländisch kann ich auch. Auf die Falle. Das ist aber eigentlich so schwierig, das zu verstehen. Die Fangesänge sind von der Melodie meistens eh ähnlich. Gestern haben sie die Melodie von Don't Stop the Party Pitbull gesungen. Bei Darkspook Peter Wright einlaufen sieht. Doch immer ähnlich auch wie in Festland Europa. Sianan Garaber hat ja sogar die Vereinshymne auf die Melodie von Viva Colonia getextet. Auch sehr lustig. Empfehle ich sehr, mal auf YouTube anzusehen. Jetzt über den Ballbesitz. Ja, das hat sich dann doch ein bisschen verschoben. 71% Ballbesitz für Valur. 29% nur noch für Akranes, die stehen nur noch hinten drin und das schon seit ungefähr 10 Minuten. Da kommt bisher nichts. Und Valur trifft aber irgendwie nichts. Also er arbeitet sich auch nicht die allergrößten Chancen. Jetzt vielleicht. In die Mitte gespielt, Steilpass. Und dann verspringt ihm so ein bisschen der Ball. Da vorne Petersen. Das Abstoß im Normalfall. So. Ja, 35 Minuten rum, wir blicken mal noch ganz kurz auf den restlichen Fußball in Europa. Die heutigen Spiele können wir mal gerade noch ein bisschen betrachten. Wir sehen in der Bundesliga heute Hoffenheim-Augsburg 2-0, Hoffenheim-Augsburg 2-0, Wolfsburg-Mönchengladbach 1-3, 1-3. In der zweiten Bundesliga Düsseldorf-Braunschweig 2-0, Hannover-Schalke 1-1, Osnabrück-Fürth 2-1, 1-2-0, Entschuldigung. Während Valur sich mal wieder in den Angriff bemüht und zum wiederholten Male dran bleibt. In der Premier League Manchester United-Liverpool 2-2, a draw 2-2. Wir haben ebenfalls heute Premier League-Spiele gehabt.
zwischen. Zwischen Sheffield United und Chelsea ebenfalls 2:2 und Tottenham und Nottingham 3:1. Das waren die Premier League Spiele von heute. Und Walle abseitsverdächtig über links. Ball bleibt aber im Spiel. Der Schussversuch aus zweiter Reihe. Abgefälscht, das gibt Eckstoß. Eckstoß für Walle. In der Serie A läuft noch das Topspiel. Juventus führt zur Pause 1:0 gegen Florenz. Da hat gerade die zweite Halbzeit wieder angefangen. In der Ligue 1 Nantes gegen Lyon ist ebenfalls zu Hause 1:0. Und in der Schweiz St. Gallen gegen IB 2:2. So, Ecke für Waller. Wir reden erneut mit Kielerson. Flach diesmal. Flach heißt aber auch, der Ball ist noch schneller draußen als vorher. Johannesson, Entschuldigung, auf Sigurdsson, Flanke kommt erneut hoch und weit. Kopfball in die Mitte und dann Tor, 1:0. Walle führt mit 1:0, es ist mit der Nummer 9, Pedersen. Minuten rum und Walle führt mit 1:0. Wiederholung, schön rausgespielt, Sigurdsson, langer Ball in den zweiten Posten, dort steht Haraldsson goldrichtig und spielt in Muster gegen die zurück in die Mitte, wo Pedersen bereits wartet, dazu kann ich nichts, das war die PF. Hier sehen wir uns nochmal, ein langer Ball, quer reingelegt und Pedersen kämpft den ziemlich gut mit direkt rein, Einarsson diesmal chancenlos, aus nächster Nähe, kein Vorwurf von Torwart. Und Waller führt, hart erkämpft, mit 1:0. Auch die Waller-Fans wieder deutlich zu hören. Leon Akran ist das zweite oder Mal erst hier in die Hälfte von Waller vorwagt. Patrick Pedersen, das wollte ich eben noch den Vornamen nachzureichen. Die Flanke kommt relativ gut. Nochmal in der Hälfte von Mario festzuspielen, schafft es relativ gut. Ball in die Mitte gespielt, Kopfball und dann eine Glanzparade von Friedrich Schramm. Glanzparade des Mario Torwarts. Erster, zweiter Schussversuch und dann direkt so gefährlich. Akran ist effizient. Und gedrückt. Boah. Mit der linken Pranke weggewischt. Zweite Ecke für Akranes. Bisschen gegen den Wind hier. Ball kommt lang, aber geklärt. Schussversuch. Niemand dran. Und dann der lange Schlag von Walle. Schneller Konter. Über Haraldsson über links. In der Mitte läuft spielt Sigurdsson. Haraldsson spielt ihn quer. Sigurdsson alleine vom Tor. Sigurdsson! Daneben, schiebt den links am Tor vorbei. Das wäre es gewesen, der schnelle Konter. Einarsson wäre auf dem falschen Fuß erwischt worden. Gegen die Laufrichtung eigentlich gut gemacht und dann mit links knapp am Posten vorbei. Naja, so knapp war es dann doch nicht, sondern so aus. Ein Meterchen wird es dann doch gewesen sein. Jetzt bleibt beim 1:0. Hier wieder Akranes läuft früher an als vorhin.
macht dabei aber jetzt natürlich auch Räume auf. Die Valor relativ gut nutzen. Bei noch 4 Minuten bis zur Pause. Erstmal nicht mehr umgespielt, bin mir sicher. Kommen wir es dann auf Kram. Nakane steht jetzt deutlich höher als vorhin. Da schafft Platz für Wale, um zu kontern über die rechte Seite. Jonasson mit dem Steilpass versucht, da rutscht einer weg in der Mitte, durch scheint Pedersen gewesen zu sein. Spiel steht immer noch 1:0 für Kauer gegen Fülke. Auch hier 41. Minute. Genau, Parallel Game 41st Minute. Kauer is leading Fülke 1-0. Das ist 4 minutes to go. Für UEFA TV sind uns die Zuschauer ein bisschen abhanden gekommen. Wir sind noch bei 251. Wir waren mal vorhin bei 400. Entweder liegt das an meinem dummen Geschwafel oder aber am Spielverlauf. Akanes versucht jetzt natürlich in die Halbzeit zu retten mit dem 1:0. Während Valle auf das zweite Tor drängt. Akanes aber im Vorwärtsgang. Aber halb schlampig, halb gut verteidigt von Valle. Weiteres auf die rechte Seite. Johansson am Ball. Johansson gegen 2. Johansson in den Strafraum und dann geblockt. Zum Eckball. Durch Johannes Ball. Hier sehen wir das Parallelspiel gerade. Das scheint das 1:0 gewesen sein. Wunderschöner Schuss von links. Das war das 1:0 der Fülker. Schön, dass wir das hier eingewendet kriegen. Ecke Sigurdsson. Kopfball, aber der landet auch vor. Ich war gerade leicht überrascht von der Einblendung aus dem Parallelspiel, deswegen damit hatte ich nicht gerechnet. Aber gut. Wir sehen die drei Sterne auf dem Trikot von Akranes. Akranes ist dreimal isländischer Meister. Zuletzt 2014, meine ich. 12, 13, 14, sowas um den Zeitpunkt in den Dreh rum. Seitdem schwanken zwischen der ersten und Zweitklassigkeit. Valle mehrfacher Meister in den letzten 20 Jahren. Kein Foul auf den Schiedsrichter, Spiel läuft weiter. Über Haraldsson. Schuss, er wird geblockt. Geht er raus, gibt's Eckball. Gibt Eckball. Dürfte die fünfte Ecke sein. Ja, geblockt. Oh, das könnte ein Warnspiel sein. Wir dürfen nicht vergessen, was für Beweis, auch wenn es nicht danach aussieht. Den der beste Lied. Da ist VAR. Wenn gleich, wäre glaube ich erst ein aller einziges Mal gewesen. Nächste Ecke. Geblockt. Ball, das ist immer faul. Eine Minute geht's oben drauf. Die 30 Sekunden, die ersten davon sind bereits rum. Da kann es nochmal mit dem Versuch, den Ball einfach vom eigenen Tor wegzuhalten bis zum Pausenpfiff. Was wir mit Anbetracht dessen, dass noch 10 Sekunden zu spielen sind, vermutlich hinkriegen werden. Foul.
Fischen. Und dann ist Halbzeit 1:0 für Valor, da geht's in die Pause. 1-0 for Valor. At the break, we'll take a short break. And we'll be right back after halftime. Wir werden eine kleine Pause einlegen. Mahn einmal stoppt für den Moment und in knapp 10 Minuten geht's weiter. Zur zweiten Hälfte. Bis gleich.
So. Da sind wir wieder. Ran an den Speck. Weiter geht's. Zweite Halbzeit ist off and running. Beide Mannschaften sind auf dem Platz. And on we go. It's soccer time in Reykjavik. Wechsel werden mir keine angezeigt. War noch schnell mein schlaues Datentablet geholt mit Aufstellungen und ähnlichem. Und weiter geht's. Direkt mit dem Eckball. Echt jetzt. Im Parallelspiel steht es eben zur Pause noch 1:1. Fylke hat noch das 1:1 geschossen. In our parallel game, Fylke has tied it at 1. Against Kaur. In the 44th minute. Und hier gehen die angekündigt unverändert aus der Pause. Ecke Sigurdsson. Ball kommt in den Strafraum, Einarsson faustet den ersten Mal raus. Nachschussversuch geblockt. Aber Valius setzt nach. Und Akranas versucht den schnellen Konter zu laufen. Ball im Aus, es gibt Einwurf. Another time on English as well. Welcome back, guys. We are live on Iceland live and live on UEFA.tv from Origo Villurin in Reykjavik with the game of Valur against Akranes in its Bastard Aid matchup. Wie gesagt, der letzte Saison Vizemeister gegen den Aufsteiger. Unveränderter Spielstand 1:0. Langer Ball auf die linke Seite, läuft Haraldsson, völlig frei gegen 3. Reimt sich. Rübergespielt. Nein, muss nach hinten ausweichen, findet keine Anspielstation. Severson über rechts, Flanke kommt in die Mitte gespielt. Kein Abnehmer, aber Eckball. Gislason klärt. And once again, if you have any questions, ask them in our chat. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne per Chat. Diejenigen, die per UEFA TV zuschauen, haben dann natürlich Pech. For anyone who is watching via UEFA.tv, good luck. You just don't have any chat. So, das dürfte die 7. oder 8. Ecke sein. Sigurdsson erneut. Ball kommt flach. Erstmal geklärt. Akranes spielt den Ball raus. Und der rutscht durch bis zu Fredrik Schramm. Tor von Valle. Haraldsson über links mit dem Doppelpass, der verspringt ihm. Akranes klärt, kommt nicht weit und wird hier gehalten. Schiri lässt laufen, Ball bleibt auch im Spiel. Larsson jetzt am Ball im Zusammenspiel mit Haraldsson und Valle spielt ihn. Ich habe mich mal ein bisschen lauter gestellt, weil ich gar nicht zu hören war. Nachdem Fram nämlich vorhin so leise war, habe ich da lauter gemacht gehabt. Aber das wusste ich ja nicht. Jetzt habe ich mich ausgleichend lauter gemacht. Ich hoffe, es ist besser. Ich versuche auch ein bisschen lauter zu sprechen. Da versteht man mich auch. Wahrscheinlich kriegen jetzt alle einen Hörsturz. Pech. Severson über rechts. Waller wieder im Dauerdruck. Akranes steht nur hinten drin. Vorhin 22% Ballbesitz. Das wäre ein schöner Pass geworden. Und der Ball geht raus, es gibt Einwurf für Valur auf Höhe der Mittellinie. Auch das Parallelspiel läuft wieder, hier steht es 1:1. Wir sehen hier die Passgenauigkeit 87% bei Valur, gerade mal 69%, habe ich gegen mein Mikrofon geschlagen. 69% bei Akranes.
Was ja dann noch auf die miserable Ballbesitzquote draufkommt. Antonsson. Ausgespielt. Haraldsson. Flach in die Mitte. Und das geht eckbar. Mit dem Wetter sind wir tatsächlich auch bei unter 0, minus 1 Grad in Reykjavik. Man bedenke, für Island ist das noch Winter. Es gibt übrigens keinen Eckstoß. Okay, dann war da wohl schon eigener Mann abgefälscht. In Akureyri heute Mittag lag tatsächlich noch Schnee zu sehen. Auch hier sieht man es auf den Bergen im Hintergrund, da liegt deutlich Schnee. Der Winter geht in Island bis Ende April, kann man sagen. Und wir begrüßen wieder 12 Zuschauer auf YouTube und 314, nein, jetzt 15 bei UEFA TV. Und es zeigt sich das gleiche Bild wie auch in Hälfte 1. Valur greift an, Akane steht hinten drin, versucht ganz, ganz selten mal zu kontern, so wie jetzt. Machen es eigentlich gar nicht schlecht. Über Wall, über die linke Seite, Johannes Wall. Aber laufen sie sich fest. Hinausgespielt auf die rechte Seite zurück. Auf Jonsson. Gislason. Wieder Gislason. Steinsson wieder auf Gislason, immer die gleiche Abläufe da hinten drin. Dann mal der hohe Ballversuch, quergelegt, Nummer 66 am Ball, Möglichkeit zum Schuss, nein, geblockt fürs Erste. Ballbesitz bleibt aber auf Seiten von Akranes, das geht Einwurf. Einwurf für Valur. Und auch geht's wieder nach vorne. Über Gylfi Sigurdsson rausgespielt auf Steinsson. Schussversuch geblockt. Sigurdsson erneut. Versuchen sich durchzuprügeln, schaffen es nicht. Nachschuss aus dem Rückraum, auch der wird geblockt. Und jetzt die Verletzung abgepfiffen. Da liegt einer am Boden. Ein paar Kinder, das ist der Kamera. Cool. Schiedsrichter Jonsson hat hier abgepfiffen wegen Verletzung. Bin ich gespannt, ob es einen Schiedsrichterball gibt oder ob es einfach weiter gespielt wird. Mein Gott, da rennen ein paar Kids rum. Schiedsrichterball, natürlich. Der Walle, die war der Ballbesitz. Olmar Elofsson. Nochmal, wenn es Fragen gibt, gerne im Chat schreiben. Gar kein Problem. If there are any questions, just type them into the chat on YouTube. Einfach auf YouTube den Chat benutzen. Auf eva.tv, ihr habt Pech. Ich beantworte so gut wie ich kann. Langer Ball von Schramm. Kommt nicht rein. Akranes bleibt im Vorwärtsdrang. Löcher in der Defensive von Valio erkennbar. Rausgespielt auf Radarsson. Wall am Ball. Mit der Flanke in die Mitte. Und er rutscht durch. Und das muss eigentlich das 1:1 sein. Jonsson scheitert vorne. Super Flanke von Wall. Gut gesehen, dass da hinten einer frei stand. Eriksson rutscht weg. Wall kommt durch. Und dann müsste das ein Eckball sein, wenn ich es richtig gesehen habe. Nee. Oder? Wer war doch zuletzt dran? Schon Jonsson. Das gibt Abstoß.
Abstoß für Valur. Akanes läuft hoch an. Ich bin gespannt, ob sich dadurch hinten Räume eröffnen für Valur. Die Valor-Fans jetzt deutlich zu hören. You can hear the Valor-Chants. Hier sind die Ballbesitz-Statistiken, 70-30 glatt. Deutlich Überlegenheit für Valor, aber Akranes kommt langsam besser ins Spiel. Vorher waren es ja 79-21, das war gar nichts. Immerhin, sie schaffen es mal vors Tor, und zwar gefährlich. Und ich bin gespannt, was Valor hier draus macht. Im Parallelspiel steht es immer noch 1:1, 54. Minute zwischen Kauar und Filker. In our parallel game, it's tied in 1 between Filker and Kauar. Still tied in 1, immer noch. Erstmal geklärt von Valle, die versuchen jetzt den Konter anzusetzen, schaffen es nicht ganz. Und Akranes bleibt im Ballbesitz. Der aber landet irgendwo im Irgendwo. Die Auswechselspieler freuen sich. Sehen wir nochmal die Einblendung. Okay, Trainer von Akranes. Was gibt's? Freistoß für Valur durch Johansson. Verursacht durch irgendwen von Akranes, den ich gar nicht sehen kann. Das gibt Gelb, okay, dann doch wohl durch ihn. Kleiner Johansson. Ja, gut, faul. Ob das jetzt gelbwürdig war, weiß ich nicht, aber faul ist es definitiv. Valle läuft hoch an, auch den Ball von Einarsson. Bleibt auch vorne. Flanke in den Strafraum, kein Abnehmer in der Mitte. Sauber durchgesetzt gegen zwei. Ball auf die linke Seite gespielt, Reidersson auf links. Erstmal geblockt. Zweiter Versuch, flach gespielt. Flanke kommt hoch. Kopfball, Sigurdsson, Sigurdsson, Tor, Tor! 2:0! Valur für 2:0, Gylfi Sigurdsson und sein erstes Saisontor für Valur Reykjavik. Nach einer knapp gespielten Stunde. Ich dachte erst noch, ihm verspringt der Ball und dann setzte ihn dann doch relativ ungewöhnlich und schwer zu sehen für Einarsson links unten in den Kasten.
Noch mit Wiederholung, erstmal geblockt. Ball kommt nochmal flach nach hinten, dann die Flanke, erstmal geklärt. Und Sigurdsson nimmt er dann und schiebt den flach. Ins linke Untereck von Torwart aus und auf rechts. Wenig zu halten, zieht ihn spät. Feinersson. Sieht den gar nicht. Ja, und dann keine Chance mehr aus nächster Nähe. Aus 4, 5, 6 Metern. Gylfi-Þór Sigurðsson, der ehemalige isländische Nationalmannschaftskapitän, oder ist es noch Kraftamt? 2-0. Und Akran ist direkt im versuchten Vorwärtsgang. Resultiert auch erstmal im Einwurf. Das Spiel wird hitziger. Gíslason. Mit dem Einwurf. Ball mit dem schnellen Konter über die linke Seite, schnell gespielt. Mit Nummer 12, mit Haraldsson. Dem fehlt die Anspielstation in der Mitte, hat sie wohl gefunden. Langer Ball, schneller wie die Kamera. Ungenau, unplatziert. Und schnell abgefrühstückt. Ball hält und zieht. Akranes bleibt im Ballbesitz, Vorteil läuft. Über die linke Seite gespielt, über Wall. Der Schwede vorhin mit dem genialen Schlag auf Jonsson. Wieder am Ball, erstmal zurückgelegt auf Stefansson und Smarsson. Ja, schließlich da stand der Weg. Schiedsrichterball, ausgerechnet gilt für Sigurdsson, muss er den erklären, das müsste der eigentlich kennen. Schöner Ball gespielt, schön gedacht, schlecht gemacht, das geht absolut. Für Walle. Immer diese Ballkinder im Hintergrund. Irgendwie muss das Mikrofon ziemlich nah am Platz unten stehen, wenn man die da rufen hört. Schramm am Ball, lässt sich viel Zeit in dem Abschlag, 62. Minute. Stefansson hält sich da die Wade, scheint sich ein bisschen wehgetan zu haben. Zurückgespielt. Sandberg. Langer Ball vom Schweden. Walle wieder schnell über Haraldsson auf der linken Seite. Probiert es nicht selbst. Legt quer und dann die Latte rettet. Latte rettet. Mit dem bereits geschlagenen Einarsson. Das wäre erneut Sigurdsson gewesen. Hallo, bleibt im Pressing, über links. Über Larsson, lange Flanke, kein Abnehmer in der Mitte. Akranes kriegt den Ball aber auch nicht so richtig weg. Jetzt ist er raus. Und landet fürs Erste bei Frederik Schramm. Torwart gegen Spieler, Spieler bleibt Sieger und Torwart schlägt den Ball raus. Das war doch mal eine waghalsige Aktion von Einarsson. Die Walle-Fans gut zu hören. Offizielle Zuschauerzahl ist bekannt gegeben, 2104.
Das war waghalsig. Wie ihr sehen, das Trick wie Freidason und dann die Latte rettet zusammen mit Einarsson für Akranes. Das wäre das 3:0 gewesen. So bleibt's beim 2:0. Schöne Ball erobert, Konter für Akranes. Über Gislason. Viele Mitspieler. Thorsteinsson. Zurückgelegt auf Jonsson. Die 88 hier flankt. Ball erstmal geklärt. Stürmer Foul. Gepfiffen? Nein, nicht gepfiffen. Bleibt im Spiel der Ball. Spiel läuft weiter. Ball bleibt dabei hängen. Es könnte schnell gehen. Gewalder. Foul. Gepfiffen. Das gibt gelb. Für Stefansson. Oliver Stefansson. Mit der ersten gelben Karte in seiner Saison. Gut, im ersten Spiel auch nicht schwierig. Das Ballkindchen im Hintergrund rächt sich total drüber auf. Also für den Faust. Walle schaltet langsam, aber sicher in den Verwaltungsmodus, scheint mir. Da kommt nicht mehr viel. Jetzt vielleicht mal. Nein, auch hier wieder von der Sicher gespielt. Auf Johansson. Auch im Parallelspiel steht es noch 1:1 unverändert unentschieden. Griffin Bildgern Kawar. Our parallel game is still tied. At 1-1. Between Filkir and Kawar. Fast den Fußverzüchen bekommen. So bleibt Valier im Ballbesitz. Versuchen spielerisch, schaffen es nicht ganz, aber AKS hat Pech. Damit Einwurf für Valier und ich glaube, es gibt einen Wechsel. Das ist richtig, es wird gewechselt. Gylfi Sigurdsson geht runter, Doppeltorschütze. Nein, Einfachtorschütze, korrigiere. Geht vom Spielfeld für ihn, kommt neu in die Partie. Mit der Nummer 10, Christian Freier Sigurdsson, sein Namenskollege. Nachnamenskollege. Gilt für Sigurdsson ja vielleicht nach David Johnson der beste Fußballer aller Zeiten. David Johnson bei Barcelona, in Everton, in Molde. Und Gilt für Sigurdsson ebenfalls in Everton, jetzt hier. Über 30 auch wieder in der Heimat unterwegs. Ball wieder über links. Über Petersen in den Rückraum gespielt. Auf rechts. Und erstmal wieder abgedreht, weil keine Anspielstation gefunden. Larusson, der Linksverteidiger, die Nummer 11, jetzt ziemlich viel eingebunden vorne. Spielt schön mit. Der Ball erstmal Hanebüchen geklärt. Akranes verstolpert ihn aber direkt wieder. Gleiches gilt für Valier. Schöne Passstaffetten hier. Dennoch letzte dann immer leider etwas ungenau. Die letzte Instanz passt dann nie etwas genauer, sondern meistens ziemlich unpräzise. Beide Mannschaften. Petersen auf rechts raus. Da läuft Jonsson mit. Freigespielt, Severson in die Mitte gelegt, dann verpasst. Larusson ist noch auf links. Bringt den Ball nochmal hinein. Erstmal geklärt von Akranes. Das wäre das 3:0 gewesen da vorne.
mit noch 20 Minuten auf der Uhr vermutlich die Vorentscheidung. So bleibt es bestehen beim 2:0. Geil, ich singe auf die Melodie von dir, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Die Lederhosen aus, die Lederhosen aus, die Lederhosen aus. Wir ziehen den Bayern die Lederhosen aus. Genial. Sache, die Melodien sind doch alle überall die gleichen. Und die Texte variieren natürlich von Sprache zu Sprache, von Land zu Land. Schramm, gefährliches Spiel da hinten. Das ist faul gepfiffen, Freistoß Akranes. Und es wird, wenn ich es richtig gesehen habe, wieder gewechselt. Oder galt der Pfiff dem Verletzten? Wir sehen nochmal die Chance eben. Severson quergelegt. Und dann kommt Pedersen nicht an den Ball und Larsson findet in der Mitte dann keinen Abnehmer. Ist mal wieder ein Vorwärtsgang. Also Nummer 13, der Ball dürfte im Aus gewesen sein. Ja, Abschluss. Doppelwechsel bei Akranes. Es kommen die 12 und die 8. Ne, 22 und die 8, Entschuldigung. Die Nummer 10 geht runter. Das ist Dana Thorsteinsson. Ja, wechselt. Ebenfalls geht runter. Es kommt erstmal Albert Hofsteinsson, Nummer 8. Für Victor Jonsson ist runtergegangen, der Mittelstürmer. Und gekommen für Thorsteinsson war Arne Heimisson. Auch Valio wechselt. Einmal allerdings, hier kommt Adam Eger Paulsson in die Partie. Den Platz verlässt in der 72. 73. Minute mittlerweile Tryggvi Haraldsson. Valle löst sich gut aus dem Pressing, spielt über die rechte Seite. Jonsson am Ball, zieht eine Strafe am Schuss ab. Gefälscht und das gibt Abschluss, wenn ich richtig sehe, vom eigenen Mann. War kein Abseits. Ja, wenn er da wegbleibt, wird es vielleicht gefährlich. So der Abschluss für Akranes, die direkt wieder im Vorwärtsgang unterwegs sind. Das dürfte auch Freistoß geben, direkt vor dem Strafraum. Das gibt Gelb. Johansson regt sich da auf wie ein Schneekönig und kriegt dafür auch Gelb. Aaron Johansson. Gibt es noch eine kleine Lehrstunde für Kapitän und Verwandten. Hier sehen wir es nochmal, unstrittig zieht ihn mit und tritt ihn von hinten in die Beine. Das ist Gelb, das ist faul, das ist vollkommen richtig entschieden. Und für das Aufregen dann erst recht Gelb. Hier sehen wir die Foulstatistik, 7-mal gefault von Valio, 6-mal von IA. Freistoß in bester Position. Getreten durch Vardic oder Svarason.
ist Fritz Marathon. Freistoß kommt und direkt in die Mauer gedroschen. Der fällt aber vom Himmel. Ziemlich gut für Akranes. Kuddelmull im Strafraum und dann Stürmerfoul. Angriff abgepfiffen, Freistoß. Der Valo in der 75. Minute im eigenen Strafraum. 21 Zuschauer auf YouTube, neuer Höchststand. Bei UEFA TV folgen wir bei 277. Das ist eher schwach. Auf YouTube aber ziemlich stark. Danke dafür. Für die, die neu dazukommen, sind gerne Fragen, Anregungen in den Chat schreiben. Ich antworte darauf. Ist kein Thema. Die auf UEFA TV haben natürlich wie üblich Pech. Neuer Spielstand. Im Parallelspiel übrigens. Fülkir gegen Kauer. Binnen 2 Minuten 2 Tore. Steht 3:1 für Kauer. We have some goals in our parallel game. Fülkir against Kauer. 2 goals in 2 minutes. And Kauer is now leading Fülkir 3-2-1. Ball im Vorwärtsgang und das ist Einar. Einarsson mit der Parade. Gegen Jonsson. Hier sehen wir die Torschussstatistik, Schüsse aufs Tor, 8 von Valio, ein einziger von Akranes. Dafür ist die Ausbeute eigentlich relativ schwach, das könnte auch locker ein 4:0 sein, wenn sie ihre Chancen machen würden. Oder kein Lattenpech hätten. So steht es weiterhin 2:0, auch nach 76 gespielten Minuten. Hier sehen wir die Wiederholung von 2:1 für Kauer. Das freut natürlich die Fans aus Valio nicht. Da gibt es noch Gelb für irgendjemand. Für Arne Gretarsson. Valio ist Trainer. Oder Co-Trainer, bin mir gar nicht ganz sicher. Akranes stört jetzt früh, versucht hoch den Ball zu erobern, klappt ganz gut, Konter läuft über Wall, über die linke Seite durchgesetzt, das dürfte Foulspiel gepfiffen sein, das ist Freistoß, wird weggepfiffen. Unstrittig griff nur Wall, könnte man theoretisch sogar Geld geben für Jonsson. Auch. Es gibt Geld. Wenig verwunderlich. Und Freistoß für Akranes. Wieder getreten. Von Marathon. Einmal Mauer gestellt. Der Freistoß kommt hoch und weit. Stramm Faust ihn raus. Und es gibt Einwurf für Akranes. Zuschauer. Ein erneuter Höchstwert. Dieser Einwurf kommt weit. Erstmal der Klärungsversuch von Valle rausgeschlagen. Akranes bleibt im Ballbesitz mit Wall. Muss nach hinten spielen, weil keine Anspielstation. Nun sauber der Pass. Valle könnte, Konter. Kein Fuß. Der Ballerson auf links hat ihn noch.
die Flanke verhungert, was auch immer das für ein Versuch war. Und Akan jetzt versucht, den spielerisch rauszuklären. Und kriegt den Einwurf. Wechsel steht an. Akan ist wechselt erneut doppelt. Die 4 geht runter, die 5 kommt. Und es geht Marasan. Den kommt die 17, Ingi Thor Sigurdsson. Der andere wechselt 4 gegen 5. Verlässt den Platz. Die 5 kommt rein, so oben ist hier die Reihenfolge. Jonsson geht runter und Kleilasan kommt. Julian könnte anscheinend mehr Alvarez zu sein. Nee, das glaube ich nicht. So, es wechselt auch nochmal Waller. Aaron Johansson geht runter. Es war noch nicht ganz 10 Minuten auf der Uhr. Doppelwechsel sogar. Jetzt kommt Lukas Logi Hamilton. Und es geht ebenfalls vom Feld. Nein, kommt Elfer Helgason und vom Platz geht Nummer 8 Jonsson. Es würde mich mal interessieren, ITF, liebe Kollegen von der Technik, warum zum Henker wird mir beim Einwechsel erst der runtergeht angezeigt und dann der Einzuwechselnde beim Wechseln umgekehrt. Das würde mich jetzt mal brennend interessieren. Das hätte aber vermutlich keiner beantworten können, deswegen müssen wir damit leben, wie es da so mit dem Einwurf für Akranes. Und das Ganze geht gleich wieder in die Gegenrichtung. Oder auch nicht. Munteres Ping-Pong-Spiel im Mittelfeld, an dessen Ende der Rückpass zu Einarsson steht. Freistoß gepfiffen. Aber Akan, das macht nichts aus. Hier sehen wir die Wiederholung. Zum 3 zu 1. Konter 2 gegen, ja, 2 gegen keinen eigentlich so ziemlich. Im Parallelspiel Kauer, das war das 3 zu 1. Kauer hat auch noch ein bisschen Pech. Und dann flitzt dort 3 zu 1. Jetzt vollgepfiffen für Valur. Das Ganze jetzt ein munteres Hin und Her. Ah, ja, kann nicht mehr. Valur muss nicht mehr. Das dürfte die nächsten 7 Minuten plus Nachspielzeit ganz gut zusammenfassen. Jetzt erstmal Verletzungsunterbrechung. Kollege Trainer meint, er könnte noch irgendwas beeinflussen. Ich wette dagegen. Und das Balkin schreit nach Mama. Es ist so geil. Ja, klar, das Foulspiel nicht mehr drüber diskutieren. Weggepfiffen, weiter geht's. Bei minus 2 Grad in Reykjavik. Und knapp 21 Uhr Ortszeit. Pedersen humpelt auf dem Platz. Der Däne. Wenn sich Julian im Chat immer noch mal meinen könnte und lustig macht. Langer Ball. Verhungert. Und da kann er jetzt wieder mal gewinnen. Das Pressing von Valur hat die letzten 10 Minuten ziemlich nachgelassen. Ehemals hohe Stehen, nachdem klar war, Akanes kommt nicht mehr so richtig aufgelöst. Hier sehen wir die Ballbesitzstatistik: 68% nur noch für Valur, 32% für Akanes. Es wird mehr, aber nicht bedeutend mehr. Während sich Akanes nach der Devise fortbewegt, hoch und weit, bringt Sicherheit.
Das war ein Harakiri-Ball. Schlampig gespielt von Frederik Schramm. Hat nochmal gut gegangen. Der lange Ball landet im Nirvana. Einwurf Akranes durch Gieslasser. Und Akranes spielt sich da jetzt im Aus wieder hinten rum. Perfekt bei Kameraposition, doch das konnte man jetzt nicht besser erkennen. Und wir sehen hier wieder die Passgenauigkeit. Wir hatten vorhin die Statistiken gesehen. Bei Akranes unter 70%, das ist abartig schlecht. Wenn man bedenkt, wie viele Pässe die hinten rum gespielt haben, so ziemlich jeder Pass nach vorne war irgendwo verhungert oder im Nirvana gelandet, nicht angekommen beim Gegner. Bezeichnend. Schramm rutscht da fast weg. Dann wird's brenzlig. Spiel läuft weiter, angezeigt war Ball im Aus. Jetzt ist auch Ball im Aus angezeigt. Gibt's Einwurf, wohl zugegeben vom Spieler. Und Akranes wieder auf dem Weg nach vorne. Gleichzeitig Walle Gesänge im Hintergrund zu hören. Ich glaube nicht, dass sie nochmal sich die Mühe machen anzugreifen. Die verwalten das jetzt bis zum Schluss bei 4 Minuten auf der Uhr nicht ganz. Der ist erstmal weg, das gibt Einwurf. Kinder im Hintergrund. Das finde ich gut. Rumgeschrien bis zum Anschlag, Wörter. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter, aber ein Wort. Hier sehen wir die Wiederholung zum direkten Eckball. Ne, da war doch ein Kopf da. Das habe ich jetzt nicht genau gesehen. Zum 4:1 für Kauer in der 80. Minute. Habe jetzt gar nicht mehr drauf geschaut, aber ich kann so viel sagen, es steht mittlerweile 2:4. New Standings at Fylkir against Kauer. 4 at Kauer and 2 at Fylkir. Kauer is leading 4-2. Kauer führt mit 4:2, das haben wir zwar nicht gesehen, das zweite. Irgendwie wird hier immer noch die Tore von Kauer reingeblendet, von Fylkir noch gar keins. Weiß nicht, was die Mission von ITF bei der Gelegenheit ist, aber... irgendwie ein bisschen einseitig die Berichterstattung. Aber gut, ist nicht mein Problem. Valor presst doch nochmal relativ hoch. Läuft sogar den Torwart an hier. Durch Petersen. Da scheint doch noch ein gewisser Wille zum 3:0 da zu sein. Gespielt über die Mitte. Erstmal da hinten rum. Langer Ball. Landet in der Nirvana. Gleiches gilt für den Ball von Akranes. Die nochmal im Vorwärtsdrang. Langer Ball auf die rechte Seite. Schnell gelaufen über die Nummer 22. Eingewechselt. Noch frisch in der Mitte. Da ist Jonsson. Jonsson und dann Schramm mit der Parade. Lässt klatschen. Quergelegt. Keiner in der Mitte. Nochmal Akranes nach vorne. Im Strafraum. Auf links Radarsson. Mit dem Schussversuch in den Himmel von Reykjavik. Nicht besonders gefährlich. Bleibt beim 2:0. Wir sehen die Wiederholung. Eigentlich schön gespielt. Über rechts. Über die Nummer 22. Der Schuss eigentlich auch nicht so verkehrt. Aber halt harmlos. Hier hat Schramm Glück, dass im zweiten Pfosten keiner steht. Und der Schuss natürlich mit dem Schuss. Dann doch weit über das Tor. 89. Spielminute. Irgendwie kriege ich immer die Spiele mit wenig Toren. Jetzt sehen wir das 2:4 eingeblendet. Im Samsung Valorin von Fylkir. Wunderschöner Steilpass, allein Richtung Torwart. Und dann, ja, naja. Auch nicht besonders stark vom Torwart, wenn man ehrlich ist. Der kommt vom eigenen Mann, deswegen kein Abseits. Die Nummer 22 für Akranes auf rechts. Ausgelegt, Gislason.
Anderson, Flanke kommt, da ist kein Abnehmer. Aber Akanes drückt jetzt, 90. Minute. Über Haderson auf links. Und der Ball landet in den Armen von Frederik Schramm. Bin auf die Nachspielzeit gespannt, allzu viel dürfte es nicht geben. Gab eigentlich keine großen Unterbrechungen. Ich tippe auf 2 Minuten. Mal gucken, was angezeigt wird. Vom vierten Offiziellen und der Technik. 4 Minuten sogar. Okay, gut. Ein Leute, ein langer Ball, der völlig versandet. Plus hier steigt die Zuschauerzahl auf YouTube nochmal an. 26, bei UEFA TV sind wir unter 200 mit 133, aber auf YouTube nicht schlecht. Akan jetzt wieder über links, über Wall. Den Doppelpass mit Sandberg. Der Schwede jetzt. Aval, Jonsson. Gislason. Vardic. Wieder Stefansson. Wall auf links, der heute viel gelaufen ist. Und noch 3 Minuten auf der Uhr. Hier die Passgenauigkeit: 85%. Bei Valio 73, verbessert immerhin. Der Akanes, Schiedsrichter, pfeift verspätet und doch noch Freistoß. Nach dem Foul an Gislason. Dann gibt es nochmal Freistoß in bester Position. Hier sehen wir die Wiederholung zum Foulspiel. Klare Sache, rammt ihn hinten um. Gibt es vielleicht sogar Gelb dafür. Aber Freistoß getreten. Also wird getreten durch Wall. Mit der Frise gut zu erkennen. 28 Zuschauer, wenn immer mehr auf YouTube. Hey, dann hier tritt Wall. Die Frage aufs Tor oder Flanke. Ein Linksfuß, ich bin gespannt. Könnt ihn aufs Tor ziehen. Zieht ihn auch aufs Tor, aber der geht jenseits verlegen. In die Betonmauer von Valir. Mit noch 90 Sekunden auf der Uhr bleibt festzuhalten. Akanes versucht wenig. Wenig effizient, wenig Passgenauigkeit. Valur genauso wenig effizient mit den Schüssen, aber er arbeitet sich halt 10 Mal mehr Chancen. Wie zum Beispiel hier, körperlich mehr da. Angriffslustiger. Hier nochmal über links gespielt. Freidasson, Flanke geblockt. Nächster Versuch. Immer noch am Ball, Adam Paul Reidersson. Rausgespielt. Birkir Marseversson hat ihn noch. Ehemaliger isländischer Nationalspieler. In den Strafraum eingedrungen, jetzt wieder raus. Das könnte Eckball geben, wenn er ihn spielt. Das gibt Eckball. Das dürfte dann die letzte Aktion des Spiels werden. Beleuchtete Anzeige vom Stadionnamen. Aufruf Origo Velorin. Hier die Eckballstatistik: 9 Ecken für Valur, 2 für IA. Sigurdsson nicht mehr auf dem Platz. Jetzt tritt der andere Sigurdsson. Kommt flach. Schlussversuch geblockt. Akran ist klärt. Und dann ist Schluss. Aus. Abpfiff. Valur siegt mit 2:0 gegen Akranes. Damit Punkt und Tor gleich mit Fram Reykjavik und Vikingur Reykjavik vorne an der Spitze. Dreimal Reykjavik, Tabellenführer neuer. Wird allerdings Kauar nach dem 4:2 Erfolg über Fylkir.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns vermutlich morgen Abend 21.15 Uhr zur Partie Bräderblick gegen FH. Das war's mit Fußball, das war's mit Bester.de hier auf UEFA TV und auf bis dann bei. Tschüss.